In erster Linie fängt man ja mal mit der Gebäudehülle an. Das heißt also, man muss die Fassade, man muss die Fenster entsprechend isolieren und auch entsprechend energieeffizient ausrüsten. Dann kommt der zweite Schritt, das ist die Anlagentechnik als solches. Ein Beispiel da wäre, wenn ich einen Wärmetauscher für Warmwasserbereitung habe und der ist verkalkt, dann kann ich noch so viel Energie reinstecken, die Wärmeübertragung ist nicht gewährleistet. Wie erkennt jetzt ein Interessent, ein potenzieller Kunde, was bei ihm notwendig und möglich ist? Es ist ja nie alles möglich, gerade im Bestand. Im Prinzip kann man das nur erkennen, indem man mit Vergleichen von Statistiken, mit Vergleichen von optimierten Gebäuden versucht, Schwachstellen am Gebäude aufzunehmen, wo man dann auch Ratschläge geben kann oder Vorschläge geben kann, was an der Anlage zu optimieren ist. Nicht immer funktioniert alles einwandfrei. Wie ist es möglich, dass ich Funktionsfehler erkennen kann oder, sagen wir, Ihre Firma erkennen kann, ohne dass man das Ganze wieder ausbaut? Wenn Anlagen sich nicht so verhalten, wie es sein sollte, dann können wir über unsere Fernwartungsstelle eben auch dem Nutzer Optimierungsmaßnahmen direkt vorschlagen oder auch selbst umsetzen. Das Erkennen von Fehlern und Schwachstellen erfolgt immer auch nur durch Vergleichen. Und das kann ich vor Ort beim Kunden machen, mit dem Kunden zusammen oder eben dann von einer zentralen Stelle über unser Partnernetzwerk.